Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, alle Jahre wieder kommt auch die Fahrpreiserhöhung. Und deswegen haben wir alle Jahre wieder, kurz vor Weihnachten, haben wir den Antrag hier im Stadtrat, der den Oberbürgermeister binden soll, in der Verbandsversammlung des VVO gegen Fahrpreiserhöhungen oder für irgendetwas anderes zu stimmen. Das Wichtige ist, dass der Oberbürgermeister gebunden wird. Warum ist das wichtig? Im VVO gibt es 5 Stimmen, Dresden hat 2. So. Und der Oberbürgermeister kann, wenn er nicht gebunden ist vom Stadtrat, entscheiden, wie er gerade lustig ist. Niemand kann ihm sagen, was er machen soll oder nicht. Es hat so seine Vorteile, aber es hat natürlich auch die Nachteile, dass wir als souverän gewählter Stadtrat keinen Einfluss drauf haben. Und deswegen heute der Versuch, den Oberbürgermeister zu binden, damit die Stimme, die politische Stimme Dresdens, also das, was dieser Stadtrat gerne möchte, im VVO auch artikuliert wird. Und das ist jetzt, liegt auf dem Tisch, Antrag von der Linken, ich finde ihn sehr gut, die Fahrpreise nicht zu erhöhen. Das war der erste Teil. Der zweite Teil ist, ich habe eben so ein bisschen salopp gesagt, alle Jahre wieder. Das hört sich so an, als ob jetzt wieder alles so ist wie jedes Jahr. Nein, dieses Jahr, 2023, das ist eine Besonderheit. Es ist eine Singularität im Raum-Zeit-Kontinuum. Denn wir haben dieses Jahr, 2023, haben wir jetzt zum ersten Mal das 49-Euro-Ticket flächendeckend in Deutschland ausgerollt. Das heißt, wurde schon gesagt, Pi mal Daumen, die Hälfte aller Tickets, die Preise der Hälfte aller Tickets ist gar nicht mehr in unserer Hand. Früher konnten wir sagen, okay, die Preise hier für Kinder wird's billiger, für Erwachsene wird's teurer oder andersrum oder wie auch immer. Aber die Hälfte der Tickets sind jetzt sowieso im 49-Euro-Ticket. Und es gibt laute Stimmen, die sagen, es müsste 29 oder 9 oder 0 Euro kosten. Es gibt aber auch laute Stimmen, die sagen, es müsste 59 oder 69 oder 79 Euro kosten. So, diese Diskussion ist gerade im Gang. Und wir haben doch alle, jeder von Ihnen, der im Fernsehen gucken kann oder ins Internet oder in die Zeitung, weiß doch, dass gerade sozusagen der Bund sagt, nein, wir haben kein Geld mehr für den ÖPNV. Die Länder sagen, ach, nein, mehr Geld für den ÖPNV, wir haben keins. Und in der politischen Situation sollen wir jetzt hingehen als Dresden, als gewählte Vertretung der Dresdner und sollen unseren Leuten da draußen erklären, naja, also Bund will nicht mehr zahlen, Land will nicht mehr zahlen, aber wir gehen schon mal in Vorleistung. Wir gehen schon mal 7-8% drauf. Ach, mein Gott, ist doch okay. Und wenn wir das machen, was passiert denn dann? Ja, dann haben wir A, den Druck sozusagen aus dem Kessel genommen. Wir haben unsere kommunale Verhandlungsposition mit Land und Bund selber geschwächt. Wir haben selber gesagt, nö, wir haben keinen Bock, wir wollen gar nicht verhandeln, wir machen das. Und wenn ihr da nicht mehr Geld gebt, naja, dann geben wir halt noch eine Schippe drauf. Dann werden die Preise halt noch mal teurer. So, wir haben jetzt 4% Inflation und nächstes Jahr noch mal 8% und noch mal 8% und noch mal 8%. Also wir würden, wenn wir die Preise erhöhen, unsere Verhandlungsposition als Kommune gegenüber Land und Bund würden wir schwächen. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir würden natürlich den Unterschied zwischen 49 Euro und dem Abo-Ticket größer machen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, dann zu sagen, naja, dann machen wir doch den Gap wieder kleiner, müssen wir das 49 Euro halt auf 69 anheben. So, also wir geben sozusagen, wenn wir jetzt selber einfach im November 23 die Preise erhöhen, dann erhöhen wir auch einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das 49-Euro-Ticket auch teurer wird oder anders gesprochen, dass Bund und Land weniger für den ÖPNV ausgeben und da der ÖPNV wirklich Geld kostet, muss dann mehr von den Kommunen bezahlt werden. Wir haben den Auftrag, zum Wohle von Dresden zu handeln, also müssen wir die Verhandlungsposition der Kommune stärken und nicht schwächen. Und daher bin ich auch sehr froh, dass dieser Antrag da ist.
werden dem natürlich auch zustimmen. Und ich muss Herrn Matthies recht geben, ich hoffe, das klärt sich jetzt noch. Die Ergänzung der Grünen ist eigentlich sehr schön, wenn es eine Ergänzung ist. Wenn es aber eine Ersetzung ist, dann ist es also wirklich viel zu kurz gesprungen, denn da ist eben halt diese Bindung nicht mehr drin, keine Fahrpreise zu erhöhen, sondern sie binden den OB einen Brief zu schreiben. Ja, also das ist nicht wirklich dann zielführend. Meine Damen und Herren, es ist wirklich gerade extrem spannend und extrem wichtig und wir dürfen nicht zuerst ausscheren, wir müssen Bund und Land in die Pflicht nehmen, für den ÖPNV zu bezahlen und deswegen müssen wir jetzt standhaft bleiben. Dankeschön.